es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, heute, um ein bisschen mit mir zu plaudern. Vielen Dank. Gerne. Wir sind da zwar nicht bei dir daheim, bin nicht bei dir daheim zu Gast, aber ich glaube, man kann sagen, es ist fast deine zweite Heimat da. Ja, genau. Wir sind bei Inner & Facts, Sarabira. Ist mein Management und da verbringt ein Sportler bzw. eine Sportlerin natürlich viel Zeit. Mhm. Du kommst gerade zurück von deiner zweiten Weltcup-Saison als Skispringerin. Ich glaube, vor ein paar Jahren, wenn irgendjemand zu dir gesehen hätte, hey, 2016 hast du den zweiten Weltcup schon hinter dir, hättest du wahrscheinlich den Kopf geschüttelt, klar, und gesagt, sicher nicht, oder? Nein, dann hätte ich gesagt, auf Wettkämpfe hätte ich eigentlich keine Lust mehr. Es war eigentlich auch so, wo ich angefangen habe, Skispringen, so, ja, ich will einfach 100 Meter fliegen. Und ja, aber keine Wettkämpfe, sondern einfach gemütlich. Und ja, jetzt ist alles ein bisschen anders gekommen. Ich glaube, die Geschichte war ja ziemlich spannend, oder? Bis es überhaupt so weit war, dass du zwei Bretter unter den Füßen gehabt hast und auch gesprungen bist irgendwo. Du hast eine Ausbildung, glaube ich, gemacht als Pädagogin. Genau, als Freizeitpädagogin, ja. Ja, das war eine super Zeit. Also das hat mir total gefallen. Das ist das, was mir taugt, was ich auch definitiv nach dem Skispringen wieder machen will. Mein Herz schlägt für Kind. Ich bin gern unter Kind, bin selber noch ein bisschen Kind oft. ja, und das war eine super, super Zeit. Ja, und dass das mit dem Skispringen jetzt noch passiert ist, so spät, ist ein Geschenk. Also, du warst 24, glaube ich, genau, wo du angefangen hast. Genau. Bist du dazu gekommen? Ja, Dorebyra Mess, EOF-Vorstellung, also die Europäischen Olympischen Jugendspiele. Und da hat es eine mobile Sprungschanze gegeben, einfach die Schanzenanlage in Tschagunz. Da zum ein bisschen promoten. Und ich bin halt da auf ab. Ja, bin ein paar später mit dem Verein das erste Mal gekupft auf der 30er-Schanze in Isny. Ein Jahr später halt 50er, 60er-Schanze und eineinhalb Jahr später war ich im Weltcup. Das gibt's nicht. Eine total untypische Karriere, oder? Mit 24 ist doch schon ziemlich Sport, oder? Zum Anfangen. Ja, ist viel Sport. Also für den Spitzensport geht das gar nicht. Da fängt man ja eigentlich sehr, sehr früh an. Von Kind des Beinen an. Und ja, mein Vorteil war natürlich immer schon viel Sport gemacht. Ich bin Skirennen gefahren, ich war auch in der Skihauptschule in Schruns, nachher auch in der Skihandelsschule in Schladming. Wollte eigentlich Skirennläuferin werden, das war so das Ziel. Und ja, hat nicht geklappt. Bin dann heim, habe Matura gemacht, aber Freizeitpädagogik studiert und da mit den Kindern gearbeitet. Wieso hast du aufgehört, Skifahrer damals? Da hat es einfach mit dem Gewicht natürlich nicht ganz gepasst. Also ich bin gerne schnell gefahren, super Skiabfahrt, hätte mir taugt. Da war ich mit meiner damals 49, 50 Kilo halt 15, 20 Kilo zu leicht. Und meine Eltern kommen aus dem Spitzensport, die haben alles gegeben, was sie können, aber man weiß, wer sich ein bisschen auskennt im Skirennsport, der braucht so sehr viel Eigenmittel. Es ist sehr teuer. Wir sind fünf Kinder, ja, da haben auch die anderen recht. Und deswegen ja, haben sie einfach einen Nagel gehängt. Das hat einfach nicht sein sollen. Und habe weiterhin viel Sport gemacht. Bin natürlich viel Ski gefahren, war auch Skilehrerin. Am Arlberg da oben beim Hubert Strolz, also cool, mit dem Olympiasieger, das war schon cool. Und ja, bin viel geklettert, viele Berge gegangen. War also auch fit, wo ich Skispringen angefangen habe. Und ja, dass ich das jetzt noch erleben darf, für mich gerade ja, bei den Tagen, wo ich jetzt ausgespannt hier nach der Saison, ein bisschen, ich denke so, Wahnsinn, eigentlich wie im Film. Kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, weil es ist nicht alltäglich und dass ich das erleben darf, bin ich mega dankbar. Jetzt bist du 27, genau. Das zweite Mal Weltcup gefahren und ich glaube, die Ergebnisse, vor allem die Premierensaison, hat sich schon sehr angekündigt. Genau, also die Premierensaison war einfach reingestartet, nicht gedacht, einfach gesprungen. WM noch dazu, das war alles Wahnsinn. Also das Ur-Highlight eigentlich das andere gejagt. Und jetzt ist alles ein bisschen bewusster passiert und ich schon Management dazu gehabt, sind Sponsoren dazu gehabt. Wo ich mich total glücklich schätze. Also mit Hefler als Kopfsponsor ist genial. Auch jetzt nach der Saison, wo die Erwartungen meinerseits, aber auch natürlich vom Umfeld ein bisschen höher waren und so einfach so ein bisschen durchwachsen war, einfach mit Dingen zum Kämpfen gehen, auf die ich nicht vorbereitet war. Und die heben mir voll die Stange, Hefler steht voll hinter mir und das ist super, wenn man einfach so ein Umfeld hat, wo auch dann hinter einem steht, wenn es halt nicht ganz top ist. Jetzt bist du voll angekommen in dieser Sportlerwelt, in dem ich bin Berufssportler und genau, ich mache das nicht als Hobby und du bist jetzt wirklich mit beiden Beinen drinnen mittlerweile. Du hast ja das, glaube ich, am Anfang, ganz, also vor drei Jahren noch, ziemlich parallel gemacht, oder? Und als die Serle noch finanziert, oder? Ja, genau, wo ich angefangen bin, bin ich einfach mit dem Verein, mit dem SK Kelleck gesprungen.
Haben da ein bisschen aufwärmen geholfen, mit den Kindern umgehen, das fällt mir ja leicht, oder das tue ich ja gern. Das war lustig, haben sofort da mit einer Buben Gaudekir mit Fußball gespielt. Ja, und dann hin ja mit dem Landesverband, also mit dem VSV, auf Trainingslager dürfen, mal Villach oder Oberstdorf waren wir dann auch. Und ja, da bin ich dann immer besser gekupft und Trainer haben es dann mir so verkauft. Eva, gang auf diesen Austria-Cup. Da kannst du eine 90er-Schanze springen. Also ich war bereit, zum 90-Meter-Schanze zu springen, aber wir haben keine Kids vor Heilberg, weil die Jaguns nicht gegangen ist, die waren nicht fertig. Ja, die haben das natürlich im Hinterkopf gehabt, dass das ganz gut funktionieren könnte. Ich habe das wirklich nicht mitgeschnitten, komplett naiv. Und bin dort an, ich bin gut gekupft. Und ja, ein paar Wochen später habe ich mit dem ÖSV Nachwuchs das erste Mal trainieren dürfen. Und dann Anfang April hat mich da an die Felder angerufen und gesagt, der ist ein neuer Cheftrainer und der hat mir die Chance gegeben, auch ohne offiziellen Kaderstatus über den Sommer mit dem Nationalteam trainieren. Wow. Und also mit einer Größe wie Iraschko, Seifritzberger, Hölzl. Es waren im Prinzip drei Medaillengewinnerinnen, WM-Medaillengewinnerin und ich. Und da haben wir dann den Sommer trainiert, in der Gaudekir. Und dann bin ich frisch fröhlich reingestartet in die Weltcup-Saison, haben meinen Job gekündigt. Also dort im August gekündigt, natürlich mit der Kündigungsfrist. Und mit 30. November kündigt und mit 1. Dezember ist losgegangen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil aber der OMV hat mich damals super unterstützt. Und einfach mit der Versicherung. Und ja, vor allem Herr und Frau Österreicher über das Crowdfunding-Projekt I Believe in You. Da hat man einfach in mich investieren können praktisch. Eine kleine Gegenleistung kriegt, wie Postkarte oder Cappy. Auch Trainingstage. Wo man einfach mal dabei sein dürfen mit mir. Und total lässig. Also das hat mich praktisch dann drüber gehabt über die Saison. Und seit 1. Juli bin ich Heeressportlerin, genießt es voll. Da im Olympiazentrum in Dornbirn haben wir eine super Gemeinschaft, die verschiedenen Sportarten untereinander. Ja, wie andere zum Schaffen gehen, gehe ich um 7:30 ins Olympiazentrum. Standeskontrolle, ein bisschen was Militärisches ist natürlich dabei. Und dann trainieren wir den Vormittag, erstens Mittag, Mittagsruhe oder um ein Kartenspiel gemeinsam und Nachmittagstraining. Ja, und wie andere beim Job haben, bis so 5 Uhr trainieren wir und gehen dann heim und haben Zeit für Freunde, Familie, für eventuell noch andere Hobbys. Also super aufgestellt und ja, der Beruf Spitzensportler ist schon lässig, also mir taugt es. Ja, klingt spannend und jetzt habe ich auch nicht gewusst, dass man als Heeressportler eigentlich wirklich genau die gleiche Aufgabe hat, wie ein normaler, der gearbeitet hat. Ist jetzt in dem Fall auch genau gleich, 5 Wochen Urlaub und am Morgen einstempeln, am Abend aufstempeln. Ja, genau, so ist es. Kann man sich gar nicht vorstellen, so ein Spitzensportler, denkt man immer, der hat irgendwo halt der Coach, mit dem trainiert ein paar Stunden am Tag und das ist, kann er sich sehr leiden, oder? Ja, das sind dann natürlich... Wenn man es geschafft hat, wie jetzt Marcel Hirscher oder Gregor Schlierenzauer, die haben natürlich genug Sponsoren. Aber für uns, wo es ein Randsportart ist, ist es eine geniale Unterstützung. Und ich bin da mega dankbar dafür, dass ich die Unterstützung habe. Und ja, wir haben da echt super Trainingsmöglichkeiten. Also das ist dort darüber schon genial. Du warst viel unterwegs in diesem Jahr, einige Länder bereist, oder? Ich glaube, das kommt noch dazu. Also das ist ja einfach eine wunderbare Erfahrung, oder? Wo du immer machen kannst in die Länder und. Voll. Also das war letztes Jahr, jetzt hätte ich kurz überlegen müssen, aber letztes Jahr Japan, das war komplett Wahnsinn. Also man darf immer nach Japan fliegen, ich darf Skispringen, ich darf das machen, was ich eigentlich am meisten liebe. Mit coolen Leuten kennenlernen. Letztes Jahr war das so, gerade die Freundschaft auch zu anderen Nationen, Sarah Hendrickson, Spela Rogel, die sind gerade so am Entstehen gewesen. Und das war für mich einfach Wahnsinn. Und auch wie das Ganze funktioniert mit der Ski, wir haben ja so viel Gepäck, das ist ja komplettes Chaos, wenn wir mal einchecken. Weil hat jeder 2 T-Shirts und Sprungsachen und Ski. Aber es funktioniert immer gut. Und aber hier war das Ganze einfach mal schon auch wieder voll lässig, aber bewusster. Also so richtig, okay, jetzt kommt die Japan-Reise auf mich zu. Da bin ich nicht einfach nur so frisch, fröhlich, juhu, rein, sondern okay, es sind 8 Stunden Zeitverschiebung, okay, wie kann man sich darauf vorbereiten? Und da bin ich aber wiederum über das Olympiazentrum super, super abdeckt und habe eine super Unterstützung, wo man mir da einfach hilft. Jetzt bist du schon sehr viele verschiedene Sprungschanzen gejuckt, in der kurzen Zeit von deiner Karriere eigentlich schon. Hast du einen Liebling, einen Favorit? Ja, sehr gern bin ich gekupft in Rasnov, Rumänien. Das ist hier leider ausgefallen, weil es einfach zu warm war. Die haben Junioren-WM auch hier und für dort sehr viel Schnee schon hergenommen, weil es einfach wichtig war.
Und ja, da bin ich letztes Jahr auf die Schanze geguckt und bin Rekord geflogen. Scheinbar hat einfach funktioniert. Also das kann man auch nicht erklären. Das ist so ein Phänomen, wo man weiß, wenn man selber Ski springt. Es gibt einfach Schanze, da gehst du auch nicht, kannst in Topform sein, springst gut. Mhm. Aber wenn du halt nicht in Form bist, ist es komplett die Katastrophe. Und es gibt Schanze, da gehst du auch nicht, bist nicht in Form und vorne geht es wieder. Also Schanzentischlänge, Anlauf, wie er geneigt ist, das Umfeld. Mhm. Da in Rumänien waren auch mega viele Zuschauer. Und einfach total freundliches, herzliches Umfeld, total liebe Fans. Das hat einfach funktioniert. Also da war ich gern. Ja, das ist so, ist einfach so. Also das kann man wirklich nicht erklären. Natürlich Oberstdorf hüpfe ich auch gern. Das ist eine Trainingsschanze, wo ich kenne. Ja, auch die japanische Schanze, gerade Sau. Sau ist, ich bin jetzt ja dreimal gestartet und dreimal viert worden. Also wäre nächstes Jahr mal Zeit zum vielleicht aufs Podest das wäre ganz cool. Die Daumen. Aber das ist auch so eine Schanze, die von Anfang an funktioniert hat. Also das ist immer sehr windig. Da kommt mir vielleicht auch ein kleines Gegner, dass ich da keinen Schiss habe. Also ich bin ja von Verletzungen noch verschont oder bleibe auch verschont, sagen wir so. Und da blass, da hockst du am Balk und die Windfähne drehen sich in alle Richtungen. Und dann muss man husten. Und das taugt mir, wo andere mich ein zurückziehen. Habe ich da einfach auch noch ein Bonus vom, ja, einfach das Leichte, das einfach Spaß hier, ja, nicht. Also hast du schon noch das vom Anfänger oder von dem, wo, oder? Der Neuling, den es noch juckt, an, wo mitunter schon 15 Jahre in der Nische ist. Genau, die denken nicht ein bisschen mehr nach. Und ja, also der Wind. Das gehört einfach dazu bei uns. Also der unterstützt uns ja auch. Also gerade auch finde ich es echt lässig, wenn du rauslegen kannst und einfach spürst, es dreht dir was. Aber auch Rückenwind hat seine Sache. Bei Rückenwind lernt man Skispringen. Also das passt gut. Und die Faszination Fliegen, ich glaube, die kriegt man ein bisschen mit. Also entweder man hat sie oder hat sie nicht. Also wir sind als Kinder viel auf der Alp gewesen, beim Onkel unterm Hirschberg, da bei im Brengzer Wald. Und ich sei dort stundenlang, oder sagen wir mal minutenlang, stundenlang ist schon übertrieben, das sieht man halt so. Ich sei dort minutenlang da gestanden, hätte Vögel zugeschaut und es hat dort ein Adlerpark hier. Und ich sei mit offenem Mund da gestanden und komplett weggetreten, hätte es einfach beobachtet, wie die flügen. Und das hat mich immer schon fasziniert. Also, ja, und jetzt darf ich selber ein bisschen, wenigstens zwei Sekunden fliegen. Hat sich voll noch einen Traum erfüllt, oder? Absolut. Kann man so sagen. Also, ein Kindheitstraum in dem Fall schon. Komplett. Es war ein Kindheitstraum und eigentlich ein kleiner Begraber gehen, weil, oder halt Begraber, war ja halt, war mit 20, können ein guter Job hier. Und ja, jetzt ist es einfach nur so passiert. Ja. Coole Geschichte. Die neueste Kollektion von Hispanitas findet ihr bei Schuhe Susanne in Götzis. Jetzt hast du vorher gesagt, du hockst da und der Wind überall weht. Wie kann man das trainieren? Wie kannst du mir das an einem Laie erklären, oder? Dass du dich auf den Wind einlässt und wirklich noch den richtigen Absprung erwischst? Ja, einlässt ist so, aber im Prinzip, wenn du einen stabilen Sprung hast, funktioniert der bei Rückenwind und bei Aufwind. So hat man es mir mal erklärt und der Andi, der Trainer, sieht da immer, wenn man bei Aufwind nur vorne raus springt, also sich einfach nur vorne drauf legt, funktioniert der Sprung auch nicht. Du fliegst schon, aber auch nicht so weit. Im Wind ist es so, wenn der Trainer freigibt, dann ist hundertprozentiges Vertrauen da, es ist springbar. Also wenn der Andi oder Flo bei uns im Wettkampf geht oft der Co-Trainer frei, wenn der freigibt, dann weiß sie, die Jury hat geschaut und auch der Trainer sagt, jetzt kannst du springen und jetzt kann ich einfach Vollgas geben. Jetzt lässt alles in den Absprung, was du hast, alle Kraft, das Herz, die letzten 27 Jahre, alle Erlebnisse rein und dann fliegt es.
Und das ist mit dem Wind, wo man sich oft gar nicht so auf die Windfahne konzentrieren soll und darf, weil der Trainer sieht ja, wie es im Hang ist. Und auch im Training, wenn der Trainer freigibt, dann ist er springbar. Mhm. Denn passiert da nichts. Also dann machst du einfach deine, oder hast du deine sieben Zwetschge benannt, hockst die Hocke rein, nimmst Geschwindigkeit auf und fliegst. Also das ist einfach eine Vertrauensgeschichte. Eine Vertrauensgeschichte zu den Trainern. Mhm. Also, ja. Und natürlich auch zur Jury, aber die haben ja Windmonitor. Also. Das sollte im Wettkampf schon passen. Kannst du dich noch erinnern, wie es war, wo es das allererste Mal im Startbalken rumgeguckt ist? Ja, Lillehammer, erster Weltcup. Es war Wahnsinn. Also schon beim Training sind aber Leute wie Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin Sarah Hendrickson aus Amerika direkt neben mir gestartet. Oder glaube zwei oder drei Nummern hinter mir, weil, ja, weil sie halt von der Startnummer so gelost war. Und es war so richtig für mich wow. Sarah Takanashi ist um, Mini habe ich jetzt schon kennt. Also Dani, Shaki, Chiara. Aber das sind einfach Leute um, die jetzt aus dem Fernseher kennen. Und ich mit darunter, die Olympiasiegerin Carina Vogt, ist schon vorher in der Nähe. Das war für mich so wow, halt eigentlich fast als Fan dabei. Und ja, dann bin ich dort am Ball geguckt und hinabgeschaut und dann mir gedacht, so die Nummer kurz angeschaut. Und mir gedacht, ja. Irgendwie ist das, glaube ich, ein Film. Also so, passiert das gerade? Traue mich jetzt? Was läuft da ab? Und dann in erstes Freizeichen kriegt, dann hast du gar nicht mehr viel Zeit zum Überlegen, sondern dann fährst Und dann aber ich schon gleich super. Ich bin ja 15. im ersten Weltcup. Das war für mich einfach Wahnsinn, nur genial, Wahnsinn. Und oder noch immer wieder solche Momente bei der WM. War das zum Beispiel auch so ein Moment. Erster Durchgang WM, ja, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke oder anfange zu erzählen. Wird die Ampel orange ich rutsche raus und hocke am Balken. Und in Falun, die Schanze, ist lästig, also du siehst Stadion und dahinter, wir sind ja am Abend gesprungen, ist gerade Sonnenuntergegangen. Und ich bin ja, aber ich bin ein Naturmensch, ich liebe es in den Bergen zu sein, ich liebe es zum Dussen sein. Und ich bin da echt oben gehockt und haben wir gedacht, ja, jetzt träumst du. Also jetzt, nein, das kann nicht Realität sein. Das, ja, mir hat so dort wirklich am Balken eine Gänsehaut gekriegt, hin auch wieder runtergeschaut, haben gesehen, WM Falun, auf der Startnummer steht das ja drauf. Haben meine Startnummer angeschaut, meinen Anzug und der Trainer den gesehen hat, der Trainer hat auf der rechten Seite den freigegeben, aber der Ampel ist auf Grün und ich bin dann einfach losgefahren und gesprungen. Und das war so richtig, Eva, du sitzt bei einer WM. Du sitzt bei einer WM, das war so, was? Oder halt, wie ist jetzt das gegangen, so schnell? Und ist schon ein super Ergebnis gewesen. Also, hat mich mega gefreut, das war generell, das ganze Erlebnis war super. Auch die anderen zum Erleben aus dem ÖSV, ich kenne die ja so nicht. Die nordischen Kombis, auch die Herren waren natürlich dort enger dabei. Und immer noch ein Traum, immer noch unrealistisch, obwohl es ja schon passiert ist. Also das sind Erinnerungen, denke ich, wo ich mich noch lange träger werden oder wo ich mich noch lange vergessen. Ja, genau. Wie war jetzt das Gefühl in der Saison jetzt, wenn du da hockst, ist da immer noch ein Kribbeln, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also eine Nervosität oder hast du Angst zum Jucken? Ist ja eine Form von Nervosität oder? Nein, eher so die Freude. Drauf? Genau, ja, eher so die Vorfreude. Jetzt darf ich wieder jucken. Das ist ja so im Training, wenn du Trainingseinheit springst, fährst du zur Schanze, wärmst dich auf, hupfst fünfmal, kannst schon achtmal hüpfen, wenn du Kraft dazu hast, kannst schon zehnmal hüpfen. Ja. Beim Wettkampf ist das so, ja, du fährst hoch, Probesprung, wenn es so gibt, manchmal wird er ja auch abgesehen, wächst der Verhältnis, was auch immer, und dann ist er noch Unsprung. Und wenn der nicht passt, dann darf ich nicht einmal mehr ein zweites Mal. Dann ist es richtig so, okay, jetzt darf ich nicht einmal ein zweites Mal haben. Und wenn er passt, darfst du ein zweites Mal springen. Und das ist dann schon nochmal Motivation, zum einfach Gas geben. Dass du dann nochmal ein zweites Mal springen darfst, weil dann bin ich zumindest zwei bzw. dreimal an dem Tag gekupft. Also ich bin da schon ein Tier, wo das Training schon ohne sehr gerne hat, weil er kann einfach viel springen. Ja. Und aber so den Wettkampfmodus finden, das ist jetzt so die Aufgabe über den Sommer auf die nächste Saison eine. Also eine der Aufgaben, die wir da haben. Wollen wir über den Sommer reden, noch ganz kurz diese Saison abschließen. Wie bist du zufrieden mit dir sehr? Saison startet genial. Also der erste Podestplatz, den ich auch nicht wusste, was mir gerade so passiert. Also das waren Gefühle, auch, weil ich das Glück hatte, auf dem Podest zum Stehen und die österreichische Hymne zu hören. Dani hat ja gewonnen.
Ja, da habe ich schon kurz mal mit den Tränen gekämpft. Also da bin ich dann einfach ein bisschen zu emotional. Mhm. Oder nicht zu emotional, das bin einfach ich. Also ich bin einfach ein eher emotionaler Mensch. Und auch Japan war auch super. Danach ist es einfach schwieriger geworden für mich. Klar, angefangen zu viel zu denken. Das ist ja so das Phänomen von der zweiten Saison. Resümee, aber es ist meine dritte Wettkampfsaison überhaupt. Also ich bin eine Ursaison im Austria Cup gekupft und jetzt zwei Saisonen Weltcup und bin Top 15 auf der Welt. Ja, natürlich macht es Lust auf mehr. Die Erlebnisse direkt am Podest. Und für das werden wir dann aber arbeiten. Aber Saison, ja, sie war durchwachsen, gerade am Schluss eine super gestartet, am Schluss eher nicht so, aber Top 15 von der Welt, hier ein aber super Umfeld, Sponsoren, aber wie der Hefel, wo weiterhin hinter mir stand, wo ich keinen Druck habe, wo einfach tausende mich unterstützen mit allem, was ich brauche, und da bin ich schon sehr dankbar. Jetzt bist du Top 15, was sind deine Ziele? Ja, nächste Saison Top 10. Wieder, genau, und Podestplatz. Also das ist schon da, Podestplatz natürlich auch, ist schon WM. Als Sportler da, also bei der ersten WM bin ich natürlich mitgefahren, jetzt mal das mal anschauen. Ja, jetzt hätte ich schon gerne eine Medaille, beziehungsweise will eine Medaille. Also man fährt schon auch nicht zum Gas gehen. Und für das ist ab 1. April auch Athletiktraining angesehen, zum noch fitter wäre, zum spezifisch fitter wäre, also Skisprung spezifisch. Und ja, da gibt es einiges zum tun, aber ich freue mich drauf. Also ich denke, es ist möglich und ja, es gibt eine gute Herausforderung. Wie schaut so ein Trainingstag denn aus? Es kommt ein bisschen darauf an, ob wir jetzt Kraft trainieren. Es sind ja verschiedene Komponenten. Du hast Kraft, du hast aber auch Schnellkraft, also in der Kraft auch verschiedene. Wir haben viel Koordination, Slackline, Jonglieren, so Sachen, Rollerblades-Sprüngen. Entschuldige. Auch Ausdauer. Also da gehört ja alles ein bisschen mit rein. Aber so ein typischer Trainingstag ist aber 37 Mal einrücken. Und dann wird meistens so ab 8.15, 8.30 wird dann mal die erste Einheit trainiert. Je nachdem. Meistens Kraft. Vormittag. Oder es verschiebt sich. Es ist je nachdem, was man am Vortag trainiert hat. Und aber dann ist Mittagsessen. Es kommt auch darauf an, wie viel das man isst, was man schon trainiert, was man noch trainiert, was einem ansteht. Und ja, Mittagsruhe. Also ich bin da der Typ, der gerne Mittagsschläfle macht, so ein Powernap. Und dann am Nachmittag einfach nochmal 2-3 Stunden trainieren und ja, dann in die verdiente Viererwoche. Also ich denke jetzt gerade April, Mai wird es eventuell noch eine dritte Einheit am Abend. Das dürfte schon im Aufbau auf mich zukommen. Aber ich bin aber super. Super, einfach ja, ausgestattet mit super Trainer. Wir haben da Trainingspläne, nach denen wir einfach trainieren. Und bin da super betreut, einfach am Olympiazentrum zu Torrebüren, wo wir einfach ja, echt Gas geben können, wo wir von der Infrastruktur her alles haben. Also, wir haben aber Slackline, wir haben einen Kraftraum, wir dürfen Tanzhalle benutzen, wo du einen Spiegel hast, wenn du irgendwas buchst, wo du dich gut sehen musst, einen Mattenraum. Anders natürlich, wenn man Chance kann. Dann wird natürlich davor nicht oder selten Kraft trainiert. Kann einmal vorkommen, aber eher weniger. Dann hast du halt da aufstehen, was frühstücken und ein paar Chance. Wenn du mal Freizeit hast, machst du dann auch noch Sport? Ja, schon. Also ich bin aber gerne in den Berg, ein bisschen Kletterer, viel Spazierer oder halt Wanderer einfach. Ja. Bin gerne in den Klettersteigen unterwegs. Ja, Lesen ist auch etwas, was ich einfach gerne tue. Und natürlich nütze ich die Zeit, wo ich dann einmal frei habe für Freunde und Familie. Also, dass man sich einfach mal vom Café trifft, ein bisschen schwätzt. Das ist ein gutes Stichwort, Freunde und Familie. Wie haben die reagiert, wo du mit 24 gesagt hast, ich gebe wenn die Kinderbetreuung oder was vorher gemacht hast, ich höre das auf. Ich höre, gib einen sicheren Job, wo ich habe, auf für eine Sportkarriere. Also es war so, wir warten da die Reaktionen. Dass ich Skispringen habe, gar nicht so viel gewusst. Also eigentlich der engere Freundeskreis, Familie. Aber dann war ich schon ziemlich fertig, dass ich überhaupt das mache. Und wo ich dann aber die Chance kriegte, mit dem Nationalteam zu trainieren, habe ich das auch nicht geheim gehalten, aber ich war ruhig, ich habe das nicht von mir aus erzählt. Das haben auch die engsten Freunde und Familie gewusst und die haben alle gesagt, ey, wenn du die Chance kriegst mit 25, mach's. Und wehe, du gibst nicht jeden Tag 100%. Und das war auch das, was ich mir selber gedacht habe. Wenn du die Chance kriegst, die es eigentlich aber nur in einem Film oder in einem Buch gibt, dann ist es ja, einfach fast eine Pflicht, zum jeden Tag 100% gehen, Vollgas gehen, weil ich will mir nicht irgendwann vorwerfen, hätte ich doch. Und ja, dann habe ich den Sommer
Gas gehen, halt dann bei Tenor geschafft. Das war auch ein super Ausgleich mit dem Kind. Mhm. Und ja, wir haben das so mit den Medien gar nicht so groß kommuniziert, sondern ich bin halt im Weltcup gestanden. Das war so ein bisschen der Überraschungseffekt, wo mir aber taugt hat. Weil ich hätte nicht gewusst, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das war ja, es hätte auch sein können, dass ich es einfach nicht schaffe. Und somit habe ich mir aber gedacht, ich habe es ja ein bisschen ruhig. Und da das dann sehr gut funktioniert hat, war dann natürlich der Effekt oder halt die Reaktionen total schön und die haben mich mega gefreut. Mhm. Also ich habe mich über jedes SMS, WhatsApp, über jede E-Mail gefreut. Und ja, das war schon cool. Dann einfach zum Erleben, wie sich auch andere mitfreuen. Mhm. Also, Überraschung geglückt. Voll geglückt, also richtig geglückt. Und jetzt steht Ostern, die Zeit. Ja, ja. Auf dem Tisch vor der Tür. Mit dem Schocki. Das Wochenende. Ich nehme ja mit deiner Familie wirst du verbringen, oder? Genau, ja, wir werden es mit der Familie verbringen. Ich bin aber immer noch ein Kind geblieben. Ich liebe Osternäschle suchen. Ich liebe auch Eierle verstecken. Ja, das feiern wir total gern. Und aber da ist aber Zeit für Familie, Freunde. Da freue ich mich total drauf. Also das gibt ein angenehmes Wochenende, auf jeden Fall. Also Ostern ist schon lässig. Dann würde ich sagen, wir tun jetzt diese Ostern erst einmal ein kleines hernehmen und blündern uns. Ich wünsche dir und deiner Familie schöne Ostern, vor allem ganz ein gutes Training. Ja, und danke. Das nächstes Jahr dein Ziel Top 10 erreichst. Weiterhin viel Erfolg und danke vor allem verliere den Ehrgeiz und den Spaß dran nicht. Mach ich. Danke viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Danke dir.